haben uns in weiten Teilen der Welt darauf geeinigt, dass es okay ist, wenn Bürger ihre Politiker kritisieren und meinetwegen auch total unsachlich. Beispiel Merkel, Kommentare von Facebook-Nutzern. Die Lobby-Schlampe und Schabracke, die bald vom Volk gerichtet wird. Und gnade ihr Gott, dann ist Schluss mit der Obama-Anus-Leckorgie. Das Ding ist, das interessiert niemanden. Vielleicht einen armen CDU-Admin, der dich irgendwann blockiert, weil du 50 Mal hintereinander dasselbe postest. Aber das war's. Und warum? Naja, ich schätze, wir sind in Deutschland einfach zu weich. Entschuldigung, ich meinte zu weich. Naja, zumindest scheint man es so in der Türkei zu sehen, denn wie die Regierung dort über Meinungsfreiheit denkt, generell, aber auch speziell im Internet, darüber sollten wir reden. Und ich weiß, ich sage immer, armes Deutschland, dies, das, aber meine Fresse, wenn Deutschland bezogen auf die Meinungsfreiheit arm ist, dann ist die Türkei pleite. Und zwar nicht nur pleite, sondern USA, Griechenland, Peter Zwegert, broke. So pleite. Und den Mann, der das Ganze antreibt, ist ein Mann, den man nicht lange vorstellen muss. Er ist Mr. Cool von Istanbul, der Sultan der Herzen, der härteste Motherfucker von ganz Eurasien. Es ist... Das letzte Jahr war für den türkischen Präsidenten Erdogan ziemlich anstrengend. Und was in diesem Jahr geschehen ist, erklärt auch, warum die Türkei sich, was Meinungsfreiheit und Menschenrechte angeht, mittlerweile in einer kaum noch aufzuhaltenden Abwärtsspirale befindet. In der Türkei gab es letztes Jahr eine der größten Korruptionsaffären aller Zeiten. Daran beteiligt waren mehrere Minister, ihre Familien und Erdogan selbst. Es ging um Bestechung von Politikern, Geldwäsche, kriminelle Öl- und Gasgeschäfte, Goldschmuggel, illegale Bauvorhaben. Ich will euch nicht mit Details langweilen. Jedenfalls kam es zu Dutzenden Verhaftungen. Ein Beispiel, was in dieser Zeit abging: Bei Hausdurchsuchungen fand die Polizei beim ehemaligen Chef einer türkischen staatlichen Bank 4,5 Millionen Dollar bar in Schuhkartons unter seinem Bett. Niemand wusste so genau, wo das ganze Geld herkommt und warum ausgerechnet ein hochrangiger Banker sein Geld nicht gewinnbringend und sicher irgendwo anlegt, sondern lieber heimlich in seinem Schlafzimmer versteckt. Da ist dann doch mal die eine oder andere Augenbraue hochgegangen. Ich meine, wie Gangster ist das? Der einzige, den ich noch kenne, der sein Geld in Schuhkartons packt, ist Redman. This is what I call the dollar box. You should keep one in the house. Und als dann Telefonmitschnitte auftauchten, die die Verbindung von Erdogans Regierung zu Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe belegen sollten, war der Spaß endgültig vorbei. In der ganzen Türkei wurden auf Erdogans Befehl hin Twitter und YouTube gesperrt, um die Verbreitung unter den Bürgern zu verhindern. Facebook wurde nicht gesperrt, weil das Unternehmen mit der türkischen Regierung kooperiert. Allein im ersten Halbjahr 2014 sperrte Facebook in ihrem Auftrag mehr als 2000 unerwünschte Beiträge. Aber das hat natürlich nur die Ausbreitung verhindert. Noch nerviger war aber, dass diese verdammte Justiz immer noch der Regierung am Arsch hing. Also, was hat Erdogan gemacht? Er hat sehr vertrauenserweckend die Polizeichefs von 16 Provinzen absetzen lassen, 166 Staatsanwälte und Richter entlassen oder versetzt und insgesamt 1000 Polizisten strafversetzt und Ermittler aus den Bereichen organisiertes Verbrechen und Finanzkriminalität suspendieren lassen. Am Ende verlief dann, oh Wunder, alles irgendwie im Sand und die Ermittlungen wurden eingestellt. Offiziell aus Mangel an Beweisen. Naja, ich glaube, eine andere Interpretation wäre aus Mangel an Beamten. Und seitdem? Naja, ihr könnt es euch denken. Der Mann muss das nicht nochmal haben. Schon während des Skandals wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das es der Regierung erlaubt, Inhalte im Internet ohne richterlichen Beschluss zu blockieren. Als Anlass genügt der vage Vorwurf der Beleidigung. Übrigens nicht nur komplette Internetseiten, unbequeme Blogs oder sowas, sondern auch gezielt einzelne Artikel und Einträge. Kritischer Bericht einer Zeitung? Weg damit. Auf dem Foto sehe ich blöd aus. Offline. Das ist im Internet der Türkei heute möglich. Wenn es überhaupt noch was zu zensieren gibt. Denn die türkischen Journalisten werden so unter Druck gesetzt, dass es an Masochismus grenzt, wenn du überhaupt noch was Kritisches schreibst. Die Journalistin und TV-Moderatorin Sedef Kabaş hatte auf Twitter kritisiert, dass bei der Korruptionsaffäre sämtliche Ermittlungen eingestellt wurden. Sie wurde festgenommen, ihre Computer wurden beschlagnahmt und die Staatsanwaltschaft forderte 5 Jahre Haft.
für 140 Zeichen auf Twitter. Der Journalist Mehmet Barancu hatte ebenfalls zur Korruptionsaffäre getwittert. Festgenommen, die Staatsanwaltschaft forderte 7 Jahre Haft dafür. Journalist Hüseyin Özay ließ einen Artikel über die 4,5 Millionen Dollar in Schuhkartons drucken. Die Staatsanwaltschaft forderte zur Strafe 9 Jahre Haft. Zur Erinnerung, das ist die laut Erdogan freiste Presse der Welt, über die wir hier sprechen. Aber falls ihr jetzt sagt, ach, Twitter, Mitter, Zeitung, Meitung, auf der Straße kann ich doch sagen, was ich will. Naja, sagt das den 17 Demonstranten, die für 2 Jahre ins Gefängnis sollen, dafür, dass sie Erdogan während einer Demo als einen Diener des Internationalen Währungsfonds bezeichnet haben. Stell dir vor, wir würden jeden verhaften, der Merkel eine Marionette der Wirtschaft und Arschkriecherin der USA nennt. Unsere Gefängnisse wären voller als die Jeans von Kim Kardashian. Oder sagt es dem erst 16-jährigen Schüler Mehmet, der festgenommen wurde, weil er auf einer Demo Erdogans Rolle in der Korruptionsaffäre thematisiert hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Schüler Beleidigung des Staatsoberhauptes vor, Höchststrafe 4 Jahre Gefängnis. Moment, 4 Jahre für einen 16-Jährigen? Ist das rechtlich überhaupt? Der Justizminister erteilte eine Sondergenehmigung, um gegen den Minderjährigen vorzugehen. Ah, Sondergenehmigung, klar. Für den Staatsfeind. Bin ich der Einzige, der das ultra erbärmlich findet? Der Fall löste landesweit empörte Proteste aus. Eine Solidaritätskundgebung in Istanbul wurde von der Polizei gewaltsam aufgelöst. Zwar niedergeschlagen, aber danke an die Türken, die es noch trauen, ihre Unzufriedenheit zu zeigen. Und an die AKP, Erdogan-Fanboys. Diese Regierung zensiert euer eigenes Volk systematisch. Knechtet eure Justiz, knechtet eure Journalisten und mittlerweile selbst kleine Jungs, die sich politisch engagieren möchten. Und auch wenn das vielleicht Leute sind, die ihr auch nicht leiden könnt, sie knechten nicht nur die Leute, die ihr auch blöd findet. Sie knechten im Endeffekt alle Türken. Und ich frage mich, ich frage euch, wie man das feiern kann. Arme Türkei.